Das ist der Landeplatz von Vilhena oder, weil es mit 2L geschrieben wird, Vilhena. Wir haben hier sehr hohes Gras, reicht mir also gut bis zum Bauchnabel. Wir haben hier viele kleine einzeln stehende Sträucher, die man, ja, da oben ist eine schöne größere freie Fläche, aber ansonsten haben wir eben hier so einiges an kleinen Bewuchshuckeln. Aber das ist absolut machbar. Das ist gut. So, hinter mir sind die Berge. Wir haben es späten Nachmittag. Ich glaube, da oben ist der Flugberg. Hier unten sehen wir auch ein paar ausgeblichene und etwas verratzte Flatterbändchen. Da kann man sich vielleicht noch selber was dazu hängen. Der Wind hier unten im Moment moderat, aber ich glaube, in der Höhe haben wir immer noch zu viel. Das ist, ja, da hinten, ganz hinten, die Windräder, die drehen noch wie irre. Die haben noch richtig Dampf drauf. Ja, wir fahren trotzdem mal hoch, würde ich sagen. Gucken uns das oben mal an. Ja, nach 16 Uhr. Sonne steht schon sehr tief. Ich erwarte das eigentlich nicht mehr wirklich, dass der Wind noch so weit nachlässt, dass das startbar wird und fliegbar. Und ja. Also, mitkommen. Ist das geil hier. Unglaublich. So. Dann nehme ich euch doch direkt gleich wieder mit raus. Also die Zufahrt war jetzt richtig spannend. Die hat richtig Spaß gemacht. Sehr schmal, so dass mein VW-Bus gerade noch drauf gepasst hat. Schlaglöcher ohne Ende, ist zwar größtenteils eben asphaltiert, aber viel ausgewaschen und Schlaglöcher drin, dass es knallt. Echt. So, direkt hier oben, ja, Sackgasse. Kann man dann gerade noch umdrehen hier. Ja. Wie ich schon erwartet habe, hier oben ist der Wind. Ein Start. Die ist total geil. Der Start. Man sich vorbereiten kann. Ja, hier haben sie irgendwas orange gezeichnet. Ich glaube, die werden hier noch irgendwie was betonieren, würde ich mal vermuten. Weil umsonst macht hier niemand orangene Kennzeichen drauf. Ja, schöne Schräge, ungefähr 6 Meter Länge. Also hier gehen bestimmt. Starten vom Feinsten. Aussicht. Einfach mal gucken.
Also hier vorne gibt es noch ein paar Meter als Möglichkeit für den Startabbruch. Aber dann geht's steil. Dann macht's plumps. So, ja. Gesät sind, ich weiß nicht, wie die hier drauf reagieren. Also, bis auf die Zufahrt, die nur mit PKW oder eben Allradfahrzeug möglich ist, sage ich mal, auch sehr steil teilweise. Wohnmobil auf gar keinen Fall. Da sind so viele Bäume und Äste oben über die Straße, über den Weg, dass man sich da so einiges zerkratzt. Da rechts geht auch noch eine asphaltierte Strecke runter. Weiß aber nicht, wo die landet. Okay, ja. Also wer hier auslegt, hier ist das Gelände sogar noch vom Startplatz weg wieder etwas abfallend. Sich ein, zwei Personen noch vorbereiten. Hier unten kann einer auslegen, dann können die hier alle einzeln rausstarten. Nö. Also vom Startplatz her schön, wirklich toll. Sehr angenehm, denke ich, zum Starten. Jo. Und die Aussicht ist wieder grandios. Na gut, das war Startplatz Vienna. Ja, es geschafft, gut, super. Die Locals kennen sich natürlich aus. Die wissen dann auch, bei welchen Winden wo irgendwo warme Luft drauf. Nach oben steigt ein bisschen noch zusätzlich. Er hat vorhin in Andalusien nach Monteliano geflogen. Und war dann ganz erstaunt, weil er ist von Monteliano Richtung Norden geflogen und ist über den Militärflugplatz von Oron drüber. Und unten startete gerade eine große Herkules. Ich weiß nicht, wie weit die Spanier haben ja keine Ausbildung in dem Sinne. So wie in Deutschland, wo wir dann auch das mit den Lufträumen mal, selbst beim A-Schein, schon lernen. Und die fliegen halt dahin, wo sie wollen. Und ob da nur eine Kontrollzone ist oder nicht. Ja, aber es kann uns natürlich auch einiges kaputt machen.
kriegt immer mehr Höhe.